Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr im Ausbruchmodus Solo den God Mode bzw. Unsichtbarkeitsglitch anwenden könnt. Das ist sehr einfach, jedoch klappt es bei mir nur mit dem Controller, also mit Maus und Keyboard habe ich es leider nicht geschafft. Falls ihr das mit Maus und Keyboard schafft, schreibt mir bitte in die Kommentare. So, was ihr braucht, ist natürlich der Controller dann und ihr braucht einen Angriffshelikopter. Wenn ihr dann den Angriffsheli habt, dann schnappt euch ein Fahrzeug und fahrt damit zu so einem Portal, der sich am Rand der Map befindet. Dann stellt euch davor, Leute, dann fahrt rein und während ihr drinne seid, drückt ihr einmal rechts auf euren D-Pad, sodass ihr die Punkteserie aktiviert. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann habt ihr dieses Visier vom Angriffshelikopter und die Teleportationsanimation. Und wenn ihr dann zurück seid, dann seid ihr unsichtbar für die Zombies und unverwundbar. Wenn ihr dann unsichtbar seid, dann könnt ihr nicht mehr eure Feldausrüstung aktivieren und ihr könnt keine Granaten werfen. Und so wie ich gehört habe, habe ich es leider noch selber nicht getestet. Wenn ihr die Mission habt, wo ihr die Kanister bergen müsst, dann könnt ihr wohl, wenn ihr unsichtbar seid, die Kanister hinterher nicht einsetzen. Also Leute, falls ihr dann diese Mission habt, dann bleibt lieber sichtbar oder wenn ihr das im Duo macht, dann soll mindestens einer von euch sichtbar bleiben. Ansonsten war es das mit dem Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.